Jo, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Ich muss mir das Ganze erstmal wieder ein Vollbild hauen hier. Und ich rendere nebenbei. Hör mal gucken, wenn da schon die Einzelkernleistung doch nicht so toll ist, wie sie immer hochgelobt wird und Intel hier, Intel da. Vielleicht kann man dann ja ein bisschen Multitasking damit anständig betreiben und während Rendern mal Max Payne weitermachen. Ist ja gerade gepflegt bei Wing Commander 3 daran. Habe ich einige Folgen gedreht, da muss jetzt mal ein bisschen gerendert werden. Ja, wollen noch mal sehen hier. Scheint ja hinzuhauen. Ganz passabel halbwegs hier. Wenigstens etwas. Dann kann man wenigstens rendern. So, jetzt wird es hier noch mal richtig eklig. Gleich zu Anfang. Hier hätte ich mir die Granaten aufsparen sollen, eigentlich. Na gut. Na, da lebt dann noch einer, oder? Deswegen ist er nicht so weggegroovt hier. Doch nicht? Alle weggehauen? Tja. Ich habe so anscheinend sowas von drauf. Ich bin hier früher mal sowas von verreckt an dieser Stelle. So, Beretta ist voll. Ja. Machen wir Beretta mal leer, wa? Und räumen hier mal auf in der Hütte. Bisschen leise gerade hier. Irgendwie. Gibt es jetzt erstmal Nachrichten? Ist ja okay. Im gesamten Drei-Staaten-Gebiet wird vor überfrierendem Regen und schwerem Schneefall gewarnt. Viele Straßen wurden bereits gesperrt und die Einwohner werden angewiesen, die Häuser nicht zu verlassen. Der schwere Blizzard hat New York jetzt seit 3 Tagen heimgesucht und noch ist kein Ende in Sicht. Seit dem Beginn des Valkyr-Falles hatte es heftig geschneit und der Wetterbericht sagte voraus, dass noch jede Menge zu erwarten war. Aber der Schnee war auf meiner Seite. Die Chancen, dass unschuldige Passanten ins Kreuzfeuer gerieten, waren niedriger. Mach mal aus, die Rauschgeste da. Mann, Mann, Mann. So, dann wollen wir mal gucken hier, wie geht's denn weiter hier? Oh, ich muss ja erstmal mich in die neue Maus einspielen. Ich habe eine neue Maus geholt. Genauso wie auch den Joystick, weil ich den ja zerrissen hatte bei Wing Commander 3. Die war halt optisch cool so und für 8,95 habe ich gedacht, komm, nimmst du mal mit. So eine Cherry hier. Und ich muss sagen, ja, das war's für die Logitech B110. Ihr seid schön doof, ihr jagt euch ja selber in die Luft. Oder was? Jagen sie sich selber in die Luft. Hier mal Munition drin, oder? Doch nicht? Ich dachte. Naja. Aber hier, wa? Nee, auch nicht. Ah, wir räumen hier einfach auf und dann. Ihr seid Igel. Na, dann benutze ich die doch mal wieder ein bisschen. Na, ihn hätte ich auch noch verarschen können hier eigentlich, wa? Oh yeah. Bam. So, das war gar nicht die Igel. Das ist die Igel. Hier geht's glaube ich nicht durch, ne? Oh. Schrotflinte ist auch voll. Oh. Also Munitionsprobleme hat man hier anscheinend doch nicht bei dem Spiel, ne? Da kann man gar nicht meckern hier. Achso, für die abgesägte Schrotflinte gibt es extra Muni oder was? Dann räumen wir mal auf hier.
sieh mal einer an. Naja. Mal eben schnell speichern, weil nochmal will ich hier nicht rumschlawenschen. Hey du! Was denn? Dann kommt er aus der Tür, ja? Auch gut. Sehr gut. Hey du. Beweisstück Nummer 1, eine Zeitung. Ah, so war das. Alles klar. Baseballschläger, sehr geil. Bleirohr, wo haben wir das eingesammelt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Habe ich da was verpasst? Ich selber? Sehr geil. Ne, das waren die Ratten, die Blut da gespritzt hat, ja. Schrotflintenmunition. Was ist hier? Nix, die Tür ist zu. Ja, den Kenner wird natürlich was auffallen, weil wir die Stelle hier natürlich kennen, wo er dort liegt. Ein Toter an einen Stuhl gebunden lag auf dem Boden des Kesselraums. Captain Baseball Batboy ist bei Spielen um Leben und Tod und der Superhelden umgeschlagen. Aber ein Sechserpack Rotbier macht mich jedes Mal fertig. Die Mordwaffe war ein Baseballschläger, der jetzt in einer Lache getrockneten Blutes lag. Daneben lag eine Zeitung mit einem Comicstrip von Captain Baseball Batboy. Putzig. So, jetzt geht ja hier richtig die Post ab, glaube ich, gleich, ne? Ah, komm. Kurzen Prozess hier. Ganz, ganz kurzen. Da gibt es wieder Painkiller. So. Irgendwen jagen wir noch hier, oder? Mir war so. Cool bleiben mit den Kanonen. Warte, kann ganz schön sauer werden. Ah. Kommen wir zum Geschäft. Grünes gegen Grünes. Die Tränen eines grünäugigen Engels. Amen. Ja. Miese Stelle, miese Stelle. Aber gerockt mit einer richtig coolen Szene hier. Zack. Früher hätte das mit einer Verhaftung wegen Drogenbesitz geendet. Tja, die Zeiten sind vorbei, Payne. Du bist kein Polizist mehr, leider. Ich sollte mehr Beretta benutzen, wie es aussieht. Hier gibt es jede Menge Munition dafür. Ich bratz viel zu gern und zu viel mit der verdammten Dings rum hier, mit der Schrotflinte. Ja, hier ging es nicht raus, genau. Andererseits gibt es ja auch Schrotflinten. Auf dem Tisch lag ein Schlüssel. Oh, den nehmen wir mit. Es war schmutziges Geld. Kannst du trotzdem einstecken. Die mit Walki gefüllten durchsichtigen Zylinder schimmerten grün. Den Stoff werden wir gleich mal zerstören hier. Ein paar Moneten, die hier fliegen. Ah, die Muni kriegen wir hier gleich zurück. Was haben wir denn hier noch so Schweines? Molotov-Cocktail, ja, ist cool, nimm mal mit. Ah, noch ein Painkiller. So. Da wollen wir mal sehen hier. Ja, gibt's alles zurück, die komplette Munition hier. Schon wieder zu voll.
So. Die Bar, ja, ich erinnere mich. Hier ist wieder kein Schwein. Aber Painkiller gibt es hier noch in Löcher. Gut, aber die brauchen werden, werden wir sehen. Ganz unnützlich sind sie ja nicht. Zwei eiskalte Killer, bereit sich gegenseitig umzubringen. Sie gehen in den Nebenraum und ich dachte, jetzt machen sie es. Aber nein, sie haben sich einfach nur vor den Fernseher gesetzt und ein verdammtes Prügelspiel gezockt. Und dabei legen sie ihre Differenzen bei. Ich kann dir sagen, ich war sowas von deprimiert, dass ich sie beide mit dem Joystick-Kabel erwürgt habe. Oh, Rico, du bist so ein böser Junge. Das bin ich wirklich. Ja. Rico Muerte, bei der Arbeit. Wer zum Teufel? Verdammter Bulle! Muerte zog seine Kanone. Oh shit! Wie viel denn noch, Jungs? Oh Mann. Yeah. Im Slow-Motion-Modus mastern wir das. Du hast heute das letzte Mal ne? So viel steht fest, Kleines. Ja, wie? Jetzt setzt meine Steuerung aus? Ach nö, ne? Ich kann original nicht mehr vorwärts laufen, gar nichts. Ist ja doof. Ja, muss ich hier wohl mal nach einem gepflegten Speicher mal pausieren. Ja, und die Aufnahme wird auch wieder nicht beendet. Das ist ja geil. So, ich sag euch Leute, das Spiel hier jetzt aufzunehmen, das ist der totale Crap. Die Sache mit dem Vollbild machen, mit dem Taskmanager geht ja noch, ne? Aber das aufzunehmen, wenn es dann auch noch mit der Steuerung hapert, dann danach, naja. Ist mir jetzt aber auch zum ersten Mal passiert, also das ist mir auch schon wieder was Neues. Beim zweiten Teil hatte ich zwar mal das Problem, dass mir die Nummer abgestürzt ist, dass ich nicht mehr vorwärts laufen konnte, aber er ist dann von alleine einfach gelaufen und ich hab das nicht mehr wegbekommen, aber irgendwie MSI Afterburner und Max Payne, die können sie nicht so gut riechen. So, jetzt muss ich gucken, wir haben noch etwa 8 Minuten für ein 20 Minuten Häppchen. Wollen wir mal sehen hier. Ah. Alter Schwede. Das lade ich. Ey, der ist ja brutal drauf, ne? Jetzt der Speicherpunkt. Ach, der hier. Freunde der Nacht. Wie ihr gesehen habt. Ja, komm, verzieh dich. Ich krieg dich später. Genau so macht man das. So und nicht anders. So, wo sind jetzt deine tollen Freunde? Ich schieß original in die Wand rein, ne? Ah! Das gibt's doch gar nicht. Tja, welcher war es? Der obere wahrscheinlich, ne? Ja, können das auch nochmal komplett neu machen. Mensch, nochmal schnell speichern. Ihr verdammten Pissnelken, ey. Ich
mache euch alle kalt, ey. Das schwöre ich euch. Meine Cola hier. Habe ich mir gerade verdient. Die antike Schalttafel war immer noch in Gebrauch. Ich habe gerade original die Instagram in der Hand, ne? Tja. So macht man das. Im Hinterzimmer der Rezeption befand sich eine alte Telefonschalttafel, die das Abhören des Telefons zum Kinderspiel macht. Man konnte sich gut einen fetten, schwitzenden Zuhälter mit Kopfhörern vorstellen, der seine Nutten belauscht, wie sie schmutzig redeten und Orgasmen in den Partylines vortäuschten, den Lebensadern von New York. Jetzt war jedoch eine andere Art, Stöhnen und Keuchen zu hören. Was? Gaviti, es ist Max Payne. Er hat uns alle fertig gemacht, abgeknallt. Willst du mich verarschen? Er ist nur ein lausiger Bulle. Besser, du verarschst mich, Mann. Macht ihn fertig. Was ist euer verdammtes Problem? Hallo? Antworte mir. Hallo? Jetzt war es raus. Ein tödliches Virus war in den korrupten Kreislauf der Stadt freigesetzt worden. So verrückt kann die Welt sein. Max Payne auf der Flucht. Tja. Jo, ich beende hiermit dann diesen Part und dann, ja, viel Spaß mit der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dann.